sind wir? Wir haben die Tür geöffnet, er hat da gespeichert. Komme ich denn am besten hier durch? Kann mich nicht ducken, ich kann das Licht an- und ausschalten. Ja gut, die Drohne kann ich ja nirgends platzieren. Willkommen zurück, Kadaver. Damit dürften wir doch jetzt aber wieder durch die Türe kommen irgendwie, ne, oder? Ich meine, wir müssen ja hier wieder raus. Ja, okay. Nichts fallen lassen. Wir öffnen jetzt das Hangar. Fahrzeughangar offline. Offline. Fahrzeughangar online. Fahrzeughangar online. Tada! Außenposten Reinhold Tombow. Ein Schienenbahn. Wir wollen mit so einem Töfteff gleich unterwegs sein, wa? Also mit so einem weniger? Da ist gar keins. Hier haben wir einen Aufzug, den wir sogar benutzen können. Geschlossene Tür. Ein Balkon. Destination Huygens. Das wäre also die Abfahrtstation der Einschienenbahn nach Huygens gewesen, ja? Wenn Huygens nicht schon lange stillgelegt worden wäre. Was haben wir denn hier oben? Eine Karte? Eine Energieeinheit oder irgendwas? So ein Fahrzeug, aber ohne Räder. Also gibt es eigentlich nur ein Fahrzeug, mit dem wir uns bewegen können. Das steht hier drüben in dem Hangar. Der Hangar irgendeine Nummer? Nö, aber man könnte hier anscheinend direkt umschalten. Okay. Ah, warte mal. Und hier wären dann die Einschienenbahn in Richtung Tombow. Ah, schade, wir kommen nicht viel weiter. Luftschleuse ist geschlossen. Okay. Wir gehen trotzdem mal als Raumfahrer hier oben lang. Was? Was war das? Hä? Ah. Ihr Lieben, ich habe ein Bug entdeckt. Ich habe ein Bug entdeckt. Ein Bug, ein Bug, ein Bug. Einen Käfer.
rutschen dann hier aus der Station kurzzeitig, seht ihr? Gut, okay. Dann sollen wir da wohl nie sein, ne? Ich hab's aber auch drauf bei dem Game, ne? Mit den kleinen Fehlern. Erst das mit der Kontrolle. Bei dem Raketenstart und jetzt hier dieses Rausglitschen. Ich jetzt erst, dass wir auch eine Batteriekontrolle hier oben auf unserem Anzug haben. Ach. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Habe Mist gebaut. Der fährt da vorne hoch. Ich dachte, hey. Ja, mal komisch, dass hier der Schalter ist, dann muss ich ja da rüberlaufen. Aber dem ist ja gar nicht so. Trotzdem mal gucken. Hier war aber nichts. Luftschleuse. Ah ja, stimmt, dann ist hier die Einschienenbahn. Okay. Dann waren wir hier schon überall, bis auf in der Einschienenbahn. Da können wir aber mal reingucken. Eigentlich würde ich auch gerne mit der fahren. Kann sogar sein, dass wir später noch mit der fahren müssen. Das ist hier aber nur Wartebereich, ne? Ja, ja. Gut, dann pullen wir mal den Hebel da und dann schauen wir mal, was passiert. Da gehen hier einfach nur die Dinger hoch, okay. Wie kommen wir denn da oben in den Bereich? Müssten wir doch... Ja, warte mal, hier sind wir ja durchgeglitscht. Okay. Das ging ja nicht. Wah. Mal, aber hier steht doch Außenposten Reinhold, Tombau, Kopernikus. Aber das sind immer nur die Einschienenbahnstationen. Wie kommen wir da oben rein? Als Person hier die Dinger noch nicht untersucht, ne? Wir können auch hier die Schutzstärke. Aha. Okay. Ich dachte, wir lassen hier die Schutzstäbe runter. Das machen wir hier. Ah, da hat euer Onkel John ja jetzt wieder Lust drauf, ne? Hier ein bisschen Unruhe zu stiften. Müssen wir vielleicht irgendwie die Decke kaputt machen? Oder irgendwelche anderen Faxen anstellen? Hey.
mal schauen, ob wir bei dem fertiggestellten Fahrzeug irgendwas machen können. Ach, guck mal. Treten. Das ist ja krass. Holper, 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 holper. So, mal ganz ruhig. Da müssen wir doch raus, ne? Ah, wir müssen hier gar nichts öffnen. Wir müssen hier irgendwie mit vier Rädern auf irgendwas draufstehen oder so, ne? Jo. Aha! Sesam, öffne dich. Cool, wir haben sogar eine Zielmarkierung. Und aber sehr genau steht. So, ja. Drei Reifen, drei Druckpunkte, okay. Kopernikus-Krater 2059, 5 Jahre im Blackout. Ich glaube, wir schwenken jetzt einfach mal direkt hier rüber. Schauen mal, ob wir hier überhaupt eine einigermaßen verträgliche Möglichkeit haben, hinzukommen. Ja, geht. Oder anders ausgedrückt, läuft. Dann haben wir hier die gleiche Technik, ne? Drei Reifen, drei Druckplatten, Beruf. Fertig. So, jetzt müssen wir aussteigen, ne? Wie machen wir das? Eben mit Y. Ah, mit X. Warnung, kein Sauerstoff. Ja, super. 3 Minuten Sauerstoff. Uhuhu. Müssen wir doch bestimmt irgendwas mit der ASE machen. Ja, oder auch nicht. Die Türen sind ja offen. Oh, oh, jetzt gleich haben wir nur 3 Minuten, ne? Sicherheitshaken. Noch einer. Hier bekommen wir Sauerstoff. Was war das? Ach, heiliger Wimpern. Ah. Okay. Nicht mal für auf dem Rückweg noch was dabei. Wenn wir nicht hier irgendwie mit einem Hyper-Booster irgendwie runterkommen, das wäre natürlich cool. Ah ja, dieser komische Stuhl hier. Jetzt wird's spannend. Schon wieder auf Zeitdruck. Ach, ich mag sowas nicht. Egal, wo wir hier sind, unsere ASE folgt uns. Und jetzt? Was wir machen, interagieren. Ausrichten nach.
Was? Wohin muss ich? Ah, hier drauf, okay. Ja, das ist natürlich cool. Dann stehen wir einfach und alles klar. Sehr schön. So, wo ist das nächste Ziel? Waren noch zwei Türme, ne? Da hinten. Die Rummler um Löffel steht. Ich glaube, wir fahren hier rum. Abgespaced. Naja, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, ne? War vielleicht keine so schlaue Idee, jetzt hier diesen Weg zu wählen, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht und ein wenig holpriger? Ba-ba-ba-ba. Unterwegs mit dem Mondmobil. Wow. Das ist schon ganz schön heftig und super geil zu steuern. Ja, die Musik fehlt ein bisschen, aber man hat hier so ein Ambient Sound im Hintergrund. Ich hoffe, den hört man bei euch überhaupt. Dass der Sound so gedämmt ist, das finde ich super cool. Eigentlich hört man nichts, ne? Diesmal müssen wir was öffnen mit der ASD. Okay. Ist hier auch so, dass eins der stimmungsvollsten Spiele fast komplett ohne Musik auskommt. Und das ist halt Stalker. So, bevor wir das jetzt machen, muss ich mal kurz einen Schluck trinken, Freunde. Weil ich glaube, das wird spannend. Wir haben wieder keinen Sauerstoff. Aber diesmal sind wir wenigstens von der richtigen Seite gekommen an die Leiter. 8 Grad. Ach shit, das ist so ein Jump'n'Run-Ding hier. Aber froh, dass wir dann am Ende davon immer flupp unten wieder ankommen, weißt du, so Turbo-Boost-mäßig. Der Mega-Aufzug. Denn diesmal haben wir ja gar keinen Sauerstoff irgendwie. Gut, hier wird er wieder aufgefüllt, das ist schön.
Ist der denn aber diesem... Ach nee, guck mal, links oben haben wir so eine Ecke. Der müsste aber rechts von uns sein, weil wir sind ja da rumgefahren im Uhrzeigersinn. Ach, wir müssen da unten drauf, nicht auf diesen großen Turm. Nee, das ist falsch. Da müssen wir doch hin, oder? Energie online. Schön. Gut, raus hier und dann mit dem TÜV-TÜV wieder nach Hause, ne? Fortuna, sind Sie das da draußen? Jo. Wir haben gesehen, was auf Pearson geschehen ist und dachten Sie... Aber gerade eben gab es Aktivität im MPT-Netzwerk, so viel wie seit Jahren nicht mehr. Anscheinend eine lokale Energieübertragung, die nicht mit der Quelle an der Turmbauanlage verbunden ist. Dort muss es wohl Reaktorprobleme geben. Turmbau ist weiter entfernt. Zu Fuß kämen Sie da nicht lebend an. Vielleicht finden Sie in der Mondzentrale andere Transportmittel. Ich hoffe, Sie hören das. Ich hoffe. Auch wieder sehr seltsam, sehr seltsam. Die Reifen sind von Beyond Earth. Ah, wie cool. Aber der Mond-Teddy, der hat alles abgeschossen. Also der hat komplett alle Preise abgeräumt, die ich zu vergeben habe, so in meinem Herzchen. Das war so schön. Kommt dann der Moonbear. Oh. So, müssen wir wieder nach Hause fahren. Ja, bla bla, zu Fuß müssten wir nicht. Wir können mit dem Auto fahren, aber ich glaube, das war ein Hinweis auf die Bahn, ne, oder? Auf die neuen Schienenbahn. Da wir ja jetzt wieder Strom haben, dürfte sich unser Bewegungsradius wieder etwas erweitert haben. Ja, Kadaver, gute Frage. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh Mann, Mann, Mann. Ich hätte es kaum für möglich gehalten. Also wie gesagt, gut, ich habe das, glaube ich, in 2 Streams durchgesuchtet. Hatte aber auch meine leichten Problemchen ab und an mit Deliverer Simone. Hatte ich ja auch diesmal. Also ich habe hier die eine Luke nicht gesehen und all sowas. Und ich werde bestimmt noch 3, 4 Wege nicht finden. Aber es ist... quasi wie neu. Hätte ich nicht gedacht. Und die Geschichte, dadurch, dass jetzt alles komplett eingedeutscht ist, so langsam verstehe ich, was geht. So, jetzt haben wir da drüben eine rote Tür. War die nicht eben auch orange? Da drüben die Tür ist anscheinend kaputt. Da sollten wir vielleicht mal hin. Aber das sind ja eh eigentlich nur Luftschleusen, ne? Jetzt gehen beide Fahrstühle hoch. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Aha. Aber runter gehen sie nicht zusammen. Soll das ein Hinweis sein? Weil bei dem anderen haben wir ja genauer geguckt, was hier in der Ecke ist.
Das sind nur Luftschleusen. Die Einschienenbahn nach Huygens ist komplett stillgelegt. Die existiert anscheinend auch gar nicht mehr. Da will doch jemand was vertuschen. So, Cargo. Da glitschen wir durch. Probieren es trotzdem nochmal. Da haben wir noch dasselbe. Da ist die Kiste. Und wir kommen auf die Mondoberfläche. Gut. Aber so konnte ich mir wenigstens merken, Minute 25 kann ich den eventuell mal schicken. So, da oben will ich rein. Keine Ahnung wie. Wir sehen ja hier... Ach nee, das ist eine Reflexion von der Einschienenbahn. Wenn wir die Einschienenbahn betreiben... Och, du meine Güte, da ist Licht drin. Ich glaube, wir kommen gar nicht da oben rein. Wir müssen, glaube ich, erst mit der Einschienenbahn fahren. Schienenbahn fahren. Bup, bup, bup. Schienenbahn fahren. Dab, dab, dab. Schienenbahn fahren. Müssen wir das finden? Nee, setze die Stromversorgung in der Mondzentrale zurück. Und das wäre ja hier. Oder? Online, online, offline, NPT-Diagnose, lassen wir mal kurz laufen. Warum nicht? Von der Tombow-Reaktoranlage. Aha. Warum ist die immer noch offline? Weil wir das noch nicht zurückgesetzt haben. Aha. Da hätten wir aber jetzt noch lange knobeln können, wenn wir einfach wieder rausgegangen wären, ne? Du, du, Ziel, Tombow. Oh, hier warten neue Informationen auf uns. Soll ich ehrlich sein? Cool. Soll ich ehrlich sein? Ich mache eine kleine Pause. Ich gehe mal ganz kurz die Tena bringen. Und dann bin ich sofort wieder da. Dauert 3 Minuten. Hey, ich schalte euch wieder rüber in die Pause. Ich glaube, ich lasse das so weit laufen. Und wir sehen uns dann gleich.